Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar diesmal wieder mit der lieben Annelina. Hallo! Und zwar hat sie eine ganz coole Reihe sozusagen an Videos ins Leben gerufen. Sie hat auch schon ein Video über Selbstliebe gemacht und jetzt geht es darum, ein bisschen über Essstörungen zu sprechen. Und da dachte sie sich, ja, macht halt schon Sinn, vielleicht mit mir zu reden. Und ich dachte, ja, super, ist ja genau mein Thema. Und ich finde es auch jetzt nochmal schön, jetzt komprimiert nochmal so ein bisschen über die verschiedenen Essstörungen zu sprechen. Also das wird jetzt Teil 1 eben, also bei mir ist mein Teil 1, über Anorexie. Aber wir werden auch nochmal über andere Essstörungen reden und da ein bisschen über meine Erfahrungen, aber auch über Annelinas Erfahrungen sprechen. Sie interviewt mich so ein bisschen in die Richtung und es geht einfach um den Austausch, um so ein bisschen ja, über die Essstörung aufzuklären, aber vielleicht auch, was mir geholfen hat, was überhaupt helfen kann. Und natürlich sind wir aber auch keine Ärzte, wir sind keine Experten, wir reden wirklich nur aus unseren Erfahrungen. Also wenn ihr selbst betroffen seid, euch in den Videos irgendwie wiederfindet, dann geht damit bitte, bitte zum Arzt, wendet euch an Personen in eurem Umfeld, an eure Vertrauten und sucht euch dort Hilfe und nicht in jeglichen Social-Media-Bereichen. Das kann immer nur Anstöße sein. Und ja, ich würde sagen, auf geht's. Let's go. Ja, dann lassen uns über Anorexie sprechen. Magersucht. Ja. Magst du einmal erklären, was das bedeutet? Ja, also natürlich gibt es da auch so verschiedene medizinische Definitionen, aber es einfach mal so für den Allgemeinverbraucher wirklich runterzusprechen, ist es halt hauptsächlich, dass man, ja, also es gibt verschiedene Formen, die damit verbunden sind. Es gibt natürlich auch atypische Essstörungen, was ich auch immer super finde, wichtig finde zu sagen, dass halt auch Essstörungen ganz, ganz anders ausfallen können als jetzt so diese typischen Bilder, weil mit Anorexie wird eben oft verbunden, dass die Menschen untergewichtig sind oder eigentlich sind die Definitionen meiner Meinung nach, die es wirklich in den Psychologiestudien etc. gibt, viel zu nicht der Realität entsprechen, weil es wird halt dann, um Anorexie diagnostiziert zu bekommen, musst du teilweise halt wirklich im Untergewicht sein, wo ich mir denke, ja, aber eine Anorexie kannst du auch haben, wenn du normalgewichtig bist, wenn du einfach hungerst, irgendwie dein Essverhalten, du einfach komplett auf deinen Körper fokussiert bist und es passiert natürlich auch bei Leuten, die abnehmen und die haben dann schon 20 Kilo vielleicht abgenommen, sind aber immer noch im Normalgewicht und haben dann laut Definition keine Anorexie, aber eigentlich entsprechen sie schon komplett diesem Krankheitsbild. Ja. Also kurz gesagt, es geht halt darum, dass man ja restriktiv ist, dass man, es ist auch viel mit einer falschen Körperwahrnehmung verbunden, dass man seinen Körper nicht so sieht, wie er ist, dass man einen Magerwahn hat, Hungerwahn und oft auch eben mit Bewegungszwang verbunden. Ja, das so typische Magersuchtssymptome. Ja. Ich finde das ganz spannend so mit der Wahrnehmung, weil ich habe da auch mal eine Doku dazu gesehen, da hat eine Person, die Magersucht hatte, hat sich gemalt, wie sie sich sieht. Und danach hat sie sich, also quasi an der Wand hat sie ihren Umriss gemalt. Ja. Und danach hat sie sich reingestellt und dann wurde es nachgemalt. Und das ist halt so, weil ich, von da konnte ich mir richtig vorstellen, wie die Personen sich halt sehen und wie sie eigentlich wirklich sind, schwarz auf weiß. Ja. Und das verdeutlicht mich ganz, ganz gut irgendwie das Krankheitsbild. Einfach diese falsche Wahrnehmung von sich selbst zu haben und dementsprechend halt sein Essverhalten anzupassen, restriktiv nach unten zu begrenzen. Und ja, wie du so schön gesagt hast, das kann halt schon viel weiter oben anfangen, sodass man es erstmal gar nicht sieht. Ja, das ist wahr, also total. Und diese Körperwahrnehmung, dass die überhaupt falsch ist, wird, glaube ich, auch viel zu selten so kommuniziert. Mhm. Also das wird den Betroffenen viel zu selten gesagt, dass sie sich einfach nicht so sehen. Mir schreiben auch ganz viele auf Instagram oder sowas, ja, hattest du das auch? Oder ich fühle mich aber so dick und alle sagen, ich bin so dünn und das ist so dieses Typische, wirklich. Dein ganzes Umfeld sagt dir einfach, du bist nicht dick und alles andere und sieht dich einfach, wie du real bist und du selber glaubst es aber nicht. Also du siehst es einfach nicht. Das finde ich nämlich ganz spannend. Es ist wirklich so, weil wenn die anderen das dir sagen, weil ich habe super viele auch in meinem Umkreis, die damit zu kämpfen hatten oder auch haben und die dann sagen so, ja, ich weiß, dass ich voll dünn bin, aber ich finde mich dick. Und dann dieses so, du weißt du es wirklich oder? Also bei mir war es, ich wusste es durch die Zahl auf der Waage, weil die das Untergewicht angezeigt hat. Mhm. Aber ich fand mich nie, in der ganzen Phase, in der ich untergewichtig war, wusste, dass ich dünn bin, aber ich fand mich nie so dünn. Und ich dachte mir immer so, ja, okay, also man hat das wirklich nicht, man sieht es wirklich nicht. Auch wenn ich mir Bilder, auch ganz lange Zeit noch danach, als ich wieder ein normales Gewicht hatte, habe ich mir Bilder von meiner Essstörungszeit angeguckt und dachte mir so, ja, so dünn siehst du jetzt auch nicht aus. Bis ich irgendwann, aber das hat echt lange gedauert, mal so ein
mehr Abstand zu meinem Körper gewonnen habe. So mehr Abstand zu diesen Bildern, die ich gesehen habe und dann halt wirklich mal irgendwann gemerkt habe, du warst schon dünn. Also so total, also man will sich das, glaube ich, dann auch gar nicht so eingestehen, wenn man sich so denkt, nee, ich war nicht, das ist ja auch so ein ganz typisches, so ich bin gar nicht so krank und alle anderen sind doch viel dünner und so ein bisschen dünn sein ist ja nicht schlimm und ja, also diese Körperwahrnehmung, das ist schon echt heftig, was das einem für einen Streich oder was da im Kopf wirklich ja irgendwie anders läuft, dass man sich nicht realistisch sieht. Und natürlich auch so dieses typischen Fokus auf seine Problemzonen. Also wenn man dann halt seine Problemzonen hat, dann sieht man Bilder von sich und man guckt nur auf seine Problemzonen und man sieht sich gar nicht mehr als ganzen Menschen. Ja. Was ich auch immer so als Tipp so ein bisschen gebe, was mir halt geholfen hat, um das so ein bisschen mehr zu erkennen, war wirklich mal so diese Person von oben bis unten anzugucken und nicht nur den Fokus auf diese persönliche Schwachstelle, die man halt hat, zu legen. Und das hat mir so ein bisschen ja, die Augen geöffnet, aber auch einfach Zeit. Ne? Also das ist weil mir war so alles, was diese Erstörung betrifft, das braucht einfach ewig. Ne? Also das ist nichts, was du jetzt wieder isst mal wieder und dann, ach ja, stimmt, ich esse mal wieder und dann bin ich gesund. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall auch noch drüber reden, was da helfen kann, so jetzt für externe Menschen, also für mich, für Menschen, um den Personen zu helfen, ohne jetzt irgendwie das auch so zu signalisieren. Also, dass man merkt, es passiert alles aus Selbstliebe raus, weil ich glaube, wenn man eben Magersucht hat, dann passiert es aus so einem Mangel und oder nicht gesehen werden. Da gibt es ja viele verschiedene Beweggründe. Ja. Das kannst du mir gleich besser sagen. Und dann eben, aber man kritisiert sich ja selbst am meisten und akzeptiert sich selbst am meisten, würde ich mal akzeptiert sich nicht, genau, würde ich mal sagen. Weil wenn du dich so akzeptieren willst, dann wärst du ja okay mit dir. Ja. Und wenn man dann von außen noch irgendwie sagt, so man akzeptiert die Person auch nicht, wie sie ist, weil sie so dünn ist, dann kann es das ja voll verschlimmern, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Genau, und deswegen finde ich da halt super spannend, das zu sehen oder hören, was vielleicht dir in den Momenten geholfen hat. Aber davor möchte ich eigentlich noch einen Schritt zurückgehen und erstmal wissen, wie du da reingekommen bist. Ja. Das müssten wir auch mal kurz dazu sagen, du hattest Magersucht, wann hat das so angefangen? Kann man sagen, wann es aufhört? Wahrscheinlich nicht, aber... Also angefangen hat es 2013. Da an sich, aber da reden wir, genau, wir reden nämlich auch nochmal über das Thema Binge-Eating, weil eigentlich hat es so 2012 angefangen, dass ich halt zugenommen habe durch Binge-Eating. Ah, so heißt es erst Binge-Eating, oder wie? Ja, aber das war nie richtig diagnostiziert, weil das ist halt, das werden wir in dem Video auch nochmal sagen, weil das ist halt noch nicht so eine anerkannte Essstörung wie Anorexie, weil du es halt nicht so ganz greifen kannst. Genau. Und genau, dann war ich eben, war eigentlich auch, aber das nee, sagen wir ja auch alles mal im Binge-Eating-Video. Genau, dann habe ich eben abgenommen oder halt erstmal stark zugenommen und natürlich Pubertätsphase, so typische Abi-Phase, so dieser Druck von gemocht werden war halt einfach irgendwie riesig. Auch bei mir, keine Ahnung, meine Schule war vielleicht auch nicht prädestiniert dafür, also oder mein Jahrgang, ich glaube, da war viel Einfluss, der sehr toxisch dann am Ende war. Und ja, dann habe ich mich halt nicht mehr, also habe ich mich einfach gar nicht mehr wohlgefühlt in meinem Körper und habe dann immer versucht abzunehmen, dann hat es halt nie geklappt, so dieses Typische eben, dann noch weiter zugenommen und dann hat es irgendwann, hat es dann geklappt mit dem Abnehmen. Und dann habe ich das auch erstmal ein halbes Jahr, also Trigger Warning jetzt übrigens, wenn ich hier Zahlen nenne, bitte vergleicht euch nicht, ich werde auch nicht viel ins Detail gehen, aber dann habe ich halt um die 20 Kilo abgenommen. In einem halben Jahr. Aber warst du davor so übergewichtig? Oder was heißt übergewichtig, aber... Mehr, also nicht, also so an der nicht Grenze. Nicht in deinem Normalgewicht. Nee, also genau, für mich war das, also es war auch nicht einfach so für mich entsprechend. Genau, und dann hat es aber halt sozusagen geklappt, dann habe ich halt abgenommen und habe mich aber in der ganzen Zeit auch nie gewogen. Also ich wusste das nicht. Ah, ja. Okay. Und dann habe ich halt so im Laufe des Sommers... Und das hast du auch nicht gesehen? Nee, genau. Das ist es ja. Krass, okay. Es hat da schon angefangen, dass ich das nicht gesehen habe, dass ich immer so viel dünner werde. Mir war bewusst, dass ich abnehme, aber ich habe auch in dem Moment schon nicht gesehen. Deswegen sage ich ja auch, dass diese Anorexie hat bei mir nicht begonnen, als ich untergewichtig wurde. Das beginnt ja nicht ab so einem Schnitt BMI, sondern das beginnt, hat ja einfach einen Zeitverlauf. Ja. Und dann waren die Sommerferien auch vorbei und danach waren halt auch immer mehr von meinen Klassenkameraden, so von wegen, ja, du hast ja abgenommen. Erstmal war es positiv, also halt so dieses,
Was ja auch immer, was ich zum Teil auch immer schwierig finde, wenn Leute dir dann, also jetzt würde ich auch niemandem mehr irgendwie so groß sagen oder überhaupt das Gewicht von der Person kommentieren oder halt so sagen von wegen, ja, du hast ja voll abgenommen, weil im Endeffekt weiß man halt nie, was dahinter steckt und kann halt nur noch mehr so einen Abnehmzwang irgendwie Das ist deine? Oh ja, es klingelt. Kann ich kurz gehen? Ja, genau. Und ja, dann hat es aber halt immer, hatte ich immer weiter abgenommen, habe es wirklich nicht gesehen und dann war es halt irgendwann mal so, dass ich mich auf eine Waage gestellt habe und dann halt gesehen habe, ja okay, ich bin im Untergewicht. Es war auch noch nicht ein krasses Untergewicht, aber es war halt so, ja okay, ich muss dann wieder zunehmen. Ich zu meinen Eltern, das ist auch so total komisch, ich bin dann zu meinen Eltern und so, ja, ich bin im Untergewicht. Und dann, hast du denen gesagt? Ja. Ah, krass. Ich bin zu denen und meinte so, ja, ich bin im Untergewicht. So, und ich glaube, für mich selber war das auch ganz komisch, weil ich irgendwie so, wie gesagt, ich habe das nicht gesehen. Mhm. Und dann war das so, ja, Und dann meinte, ja gut, dann nehme ich jetzt wieder zu. So, weiß ich noch genau, wie ich wirklich so war, okay, nehme ich halt jetzt einfach wieder zu. Mhm. Und dann hat das alles so richtig begonnen, wo ich dann realisiert habe, was das eigentlich bedeutet, dass ich auf einmal viel mehr mit dem Essen verknüpft habe, dass es einfach hinter dieser Krankheit so viel mehr steckt. Ich war, glaube ich, erst einfach so sehr mit diesem Sport machen, Hungern, Abnehmen beschäftigt, dass ich das gar nicht verstanden habe, warum ich das gerade alles mache. Ich war da ja auch, wann mal, wie alt war ich da? 16, 17. Also so in dem Moment verstehst du das alles irgendwie noch gar nicht. Und dann habe ich halt gemerkt, wie schwer es ist mit dem Zunehmen. Genau, aber so jetzt erstmal so, wie ich reingekommen bin. Das fand ich auch mega spannend, dass du gesagt hast, dass du anderen Menschen nicht sagst, dass sie abgenommen haben oder zugenommen haben, weil ich finde, weil man genau den Hintergrund nicht kennt. Und ich finde das halt auch immer sehr wichtig. Manchmal finde ich, es kann schon wichtig sein, wenn die Person es wirklich nicht merkt. Aber wenn man es bewertet, dann finde ich es schwierig, weil ich finde, es sollte nicht Thema sein. Ich finde allgemein, unser Aussehen ist halt so viel Thema, deswegen ist es ja Thema und deswegen passiert ja sowas, dass man das halt versucht, weniger zu thematisieren, in wirklich komplett im Allgemeinen. Ja. Und aber vielleicht, wenn man halt merkt, so die Person realisiert es vielleicht nicht, dann ihr sagt, ohne das jetzt zu bewerten. Wenn man das so nicht schafft, ist natürlich schwierig. Aber das Beste ist, finde ich, immer einfach die Person zu fragen, wie es ihr geht. Mhm. Weil du nimmst nicht zu und verlierst auch nicht, du verlierst diese Perspektive von dir selber nicht. Oder du kannst ja auch zufrieden sein, wenn du mehr Gewicht hast. Und dann machst du das aber aus einem freiwilligen Antrieb und hast dieses Gewicht dann aus deinem Freiwilligen heraus. Aber wenn es dir nicht gut geht, dann greifst du entweder zum Essen oder greifst davon weg. Und eigentlich steckt da immer ganz, ganz tiefe Bedürfnisse hinter und deine eigentlich, wie es dir geht. Und deswegen, das ist auch immer, was ich als größten Tipp immer sagen kann, wenn man irgendjemandem helfen möchte, fragt die Person einfach, wie es ihr geht. Ja, und versucht herauszufinden, warum es ihr nicht gut geht. Oder vielleicht will sie auch nicht drüber reden, aber da kommen wir auch noch mit. Aber so an sich, so zum Thema Bewerten, ich würde immer eher die Person fragen, wie es ihr geht, anstatt irgendwie in die Richtung zu gehen, du hast zugenommen oder abgenommen. Genau, wirklich so für die Person interessieren und zu zeigen, ich bin da. Ja. Das ist schon mal so ein sehr guter Tipp. Ja. Okay, und dann hast du es realisiert und hast auch realisiert, dass es dir jetzt viel schwieriger fällt, zuzunehmen und wahrscheinlich erstmal auch gar nicht gelungen ist. Wie ist es dir dann aber irgendwann doch gelungen und wie war dann der weitere Krankheitsverlauf? Also es war dann, dass ich dann eine Therapie angefangen habe, was aber, deswegen dachte ich auch immer eigentlich, ich wäre therapieunfähig. Übrigens jetzt bin ich auch gerade in Therapie und ich bin sehr dankbar dafür gerade, sehr, sehr dankbar dafür. Und ich war aber eigentlich die letzten Jahre immer der Meinung, Therapie brauche ich nicht, Therapie hilft mir nicht. Und auch zu dem Zeitpunkt war ich so, ja, okay, Mama, Papa, ich gehe in Therapie. Du hast es erst entschieden? Nein, sie haben mich nicht gezwungen, aber es war für mich, war das so, okay, ich gehe für meine Eltern zur Therapie. Ah, sie haben sich das gewünscht. Oder? Ja, natürlich. Also du wünschst dir ja schon, dass deinem Kind irgendwie geholfen wird, aber für mich war das zu dem Zeitpunkt, ich mochte meine Therapeutin nicht, es war keine Grundlage. Ich bin da hingegangen, wirklich aus Pflicht, aus Zwang. Auch zu dem Zeitpunkt, natürlich habe ich das niemandem erzählt, niemand wusste davon, obviously. Also jeder hat es sich irgendwie gedacht oder gesehen, aber ich habe darüber nicht geredet. Das war auch so, was ja komplett jetzt unterschiedlich ist und was ich auch eben hoffe, dass es so, dass die Leute, die dann eben betroffen sind, auch offen darüber reden können, weil das auch einfach eine Riesenhilfe für einen ist. Mhm. Aber jedenfalls, genau, ich bin da zur Therapie. Aber wie war jetzt der erste Input? Kam der von deinen Eltern oder von dir? Ja, ich glaube von meinen Eltern. Also ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube von meinen Eltern. Okay. Oder halt gemeinschaftlich war das dann vielleicht so eine Entscheidung.
Gut, dann war ich erstmal Therapie, dann war das mein Jahr, wo ich mein Abitur gemacht habe. Also es war 2014, ging es dann. Wurde es aber eigentlich, es wurde auch mit Therapie halt immer schlechter. Aber ich wollte natürlich erstmal mein Abi fertig machen. Es ist echt unglaublich in der Zeit. Also eigentlich, man blickt so auf sich zurück und denkt sich so, wie um Himmels Willen hast du das gemacht? Also so, weil du ja eigentlich wirklich auf deinem Lowest Energy bist. Hast du das auch gemerkt, dass du weniger Energie hattest? Das ist es ja. Du hast nicht weniger. Nein, du merkst es nicht. Du merkst es zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil der Körper ist noch so, der zerrt ja an deinem, also der ist so auf irgendwie aufgeladenes Level und wenn du das noch nicht lang genug läuft, dass du den so kaputt machst, dann merkt ihr das noch nicht. Ja. Und das ist ganz, bei ganz, ganz vielen höre ich das. So vielen, dass die das nicht merken. Die sind noch voller Energie, die haben keinen Hunger, denen geht super. So. Also du hast dann auch keinen Hunger. Also du hungerst eigentlich nicht, sondern du nimmst einfach ab. Der Körper gewöhnt sich daran. Ah, okay. Ja. Ja, ja. Und dann ging es mir eigentlich, also natürlich ging es mir nicht gut, aber an sich so diese ersten Symptome, so das war alles noch vollkommen fein. Und dann habe ich mein Abi gemacht und danach war es dann so, ja okay, was wollte ich studieren? Und habe natürlich mir erstmal ein Jahr freigenommen, weil ich hätte nicht gleich, in dem Zustand hätte ich nicht anfangen können zu studieren. Mhm. Wollte ich auch nicht. Und dann bin ich, habe ich angefangen so ein bisschen zu arbeiten. Dachte mir, okay, dann nimmst du jetzt Zeit, um gesund zu werden. Hat auch nicht geklappt. Also das bin dann immer mehr halt arbeiten gewesen, aber ich habe einfach gemerkt, dass sich das Umfeld zu Hause mir halt nicht gut getan hat und dass es meine Essstörung verfestigt hat. Und dann bin ich persönlich, dann habe ich mich erstmal auch ein paar Freunden geöffnet. Das ist so ein halbes Jahr nach dem Abi, bin ich zu meinen engsten Freunden und habe mit denen drüber geredet. Und es hat so geholfen. Also wirklich, das war so eine Erleichterung für mich selber. Also das kann ich auch wirklich nur Betroffenen raten. Selbst wenn man Angst hat, also natürlich kann ich auch nicht, also man muss ja auch sagen, ich hatte einfach Glück, dass ich sehr, sehr gute Freunde zu dem Zeitpunkt hatte. Und aber ich finde, das ist auch das Wichtigste, weil sonst hatten vielleicht auch nicht die richtigen Freunde, die für einen guten Freund. Genau, da, leider muss man dann eben sagen, selektiert sich dann auch, ob es gute Freunde sind oder nicht. Und das kann einem natürlich dann nochmal eigentlich, also das ist einfach schon mal als Warnung, wenn ihr euch euren Freunden öffnet, es heißt nicht, dass sie das verstehen werden, verstehen schon gar nicht, weil das versteht einfach niemand. Also kann man es noch so viel erklären. Rechnet auch mit dem Unverständnis, also sagt einfach, versucht es so gut wie möglich zu erklären. Aber seid dann auch nicht enttäuscht, wenn euch jemand nicht weiterhelfen kann, euch nicht ernst nimmt, euch nicht wahrnimmt. Ja, das kann leider immer wieder passieren und das lasst euch von sowas wirklich nicht zurückwerfen. Und das Gleiche gilt auch für Ärzte, auch wenn Ärzte euch nicht ernst nehmen, weil das passiert leider auch noch sehr, sehr häufig, dass selbst Ärzte nicht einfach genug Wissen über Essstörungen haben und damit wieder, ja, essen sie ein bisschen mehr und wieder nach Hause schicken. Dazu möchte ich mal sagen, Ärzte haben in ihrem Studium so gut wie gar keinen Teil von Ernährung. Das ist einfach nicht, das ist einfach nicht involviert. Deswegen ist das, glaube ich, echt nur hilfreich, wenn man zu einer Therapeutin geht. Genau. Also Therapeut. Und Freunden geöffnet, dann hat das auf jeden Fall schon mal sehr geholfen. Und dann war ich halt soweit, dann wirklich persönlich gesagt, okay, ich gehe in die Klinik. Weil das bringt, ich komme hier nicht mehr weiter zu Hause. Und das sind, glaube ich, ganz, ganz vielen geht es so, die erstmal denken, okay, ich schaffe das alleine, ich schaffe das zu Hause und ich schaffe das mit einer ambulanten Therapie, ich will nicht in eine Klinik. So, Friends, und eine kleine Break jetzt an dieser Stelle, weil das Video viel zu lang geworden wäre oder eher gesagt, es sehr lang geworden ist. Und ich dachte, vielleicht lasst ihr jetzt lieber erstmal die ganzen Infos sacken und je nachdem, ob ihr jetzt noch weiterschauen möchtet oder nicht, ich verlinke euch den zweiten Teil, also der wird auf jeden Fall auch noch im Laufe des Tages hochgeladen und die meisten gucken es ja eh schon, wo dann beide Teile online sind, also ich verlinke euch den zweiten Teil, guckt dort gerne weiter und da geht es auch dann einfach im Gespräch weiter. Wir haben die Zeit vollkommen verloren, als wir geredet haben und ja, das Video ist deswegen jetzt erstmal beendet und wir sehen uns dann im zweiten Teil, würde ich sagen. Und ansonsten habe ich natürlich auch immer noch ganz viele weitere Videos zu dem Thema und findet mich auf Instagram ja auch immer sehr, sehr aktiv dazu. Also genau, bis bald.